Frag mich, wozu man den Bioreaktor braucht. Oh, was ist denn das hier Wahnsinniges? Was tut die? Was kann die? Beurteilung. Sauflaschen sind in der Lage, Sauerstoff aus Wasser aus dem Wasser aufzunehmen, wo dies möglich ist. Aha. Also hier, oder was? Ah, cool. Nett. Werde ich gut finden. So, meine Motte ist da hinten. Will ich hier noch weiter gucken? Jetzt, wo ich diese Hirnqualle hier gefunden habe. Die Frage, soll ich hier Zeug abbauen? Ich meine, wir haben eigentlich genug Rohstoffe. Hätte ich gedacht. Man kann nie genug Rohstoffe haben, ehrlich gesagt. Komm, Kalkstein, jawohl. Ein bisschen Kupfer wäre noch nicht schlecht. Da sind wir nämlich wieder ein bisschen arm dran. Ja, cool, ey. Aber nichts Besonderes, oder? Was ist denn das? Das ist Salz, oder? Ja, na gut, nehmen wir mal mit. Auf zur Motte. Klamotte. Ist ja hier noch mehr Quarz, okay. Ja, wir nehmen das Blei mit. Oh. Noch mehr Zeug. Alles mitnehmen. Wir haben noch genug Inventarplatz, oder? Ein bisschen noch. Die Motte hat leider keinen Platz. Ich glaube, die ist nix außer ein Fahrzeug. Also... ist ziemlich bare bones, würde man jetzt sagen. Ja, nimm mal den Sauerstoff mit. Schön. Oh, hier noch irgendwas. Was ist denn das hier für ein Ding? Kann man scannen. Algenstängel. Na? Was bist du? Was tust du? Nix. Eine Lichtquelle. Voll. Da hatte ich mir mehr erhofft von, ne? Muss man mal so sagen. Was noch so ein Algen? Was? War das? Schnell weg. Alter. Hier ist so viel Kalkstein. Nice. Gib mir, Alter, den Kupfer. Kupfer. Ja, und Blei. Blei ist egal. Oh, ich muss mich gleich beeilen hier. Beeilung, schnell. Die Motte. Ah, Glück gehabt. Okay. So, wir fahren mal hier in die Richtung weiter. Mal sehen, ob wir noch was finden. Pff, wieder irgendwo dagegen gerammelt. Findet man hier vielleicht irgendwas? Ich hätte gern halt noch mal irgendwas zum Scannen. So Überreste von irgendwas. Das wäre ganz cool. Problem ist, hier sieht es gar nicht so stark danach aus. Ich meine, hier ist kein Wald, also man kann relativ weit sehen, dass hier nichts ist. Das ist das Gute dran. Falls man das gut nennen kann. Mach mir echt Gedanken um die Energie. Wie man die wieder herstellt. Da hinten ist was. Okay, steig mal hier aus. Gucken wir uns das mal an. Kann den Selbstscan machen. Tolle Wurst. Ist hier irgendwas? Ein Bioreaktorfragment. Doch perfekt. Ey, schieß mich nicht ab. Was bist denn du? Eine Tigerpflanze. Ah, ich scanne dich. Hier sieht es noch gut aus. Ah, Laserschneider, den haben wir natürlich schon. Macht ja nix. Können wir mal mitnehmen. Inventar voll. Na gut, dann fahren wir wieder heim. Dann können wir mal gucken, ob wir noch irgendwas finden hier. Was zum Einscannen vielleicht gut ist. Der Bioreaktor war natürlich schon mal ein Traum. Der ist nicht schlecht. Metallschrott, nee. Das ist auch bloß Metallschrott. Ich dachte schon, hier wäre noch was. So viel Metallschrott, aber nichts zum Scannen. Schade.
Gut. Ja, hi. Wir düsen weiter. Mal sehen, ob wir noch was finden. Da hinten ist noch irgendwas. Mischer Sandhai, verzieh dich. Ich will hier scannen. Ach so, bloß ein Laserschneider. Ey, ey. Nein, die Motte. Ah, Gott. So ungemütlich. So ungemütlich. Was haben wir denn hier? Das sieht so... Nee, das ist eine Salzablagerung. Das sieht ja interessant aus. Bob. Frag mich, wozu man den Bioreaktor braucht. Oh, was ist denn das hier Wahnsinniges? Hübsch. Halt ich. Ah, das gibt wieder Schaden. Nein. Hier liegt irgendwas. Cool oder so. Was sind das? Die Globe-Brückenfragment. Cool. Da hinten ist noch irgendwas. Hab dich gesehen. Ich hoffe, ihr seid lieb. Ihr leuchtet hübsch. Modifizierungsstationsfragment. Ah, oh, perfekt. Das ist ein Traum. Was bist du? Lithium. Perfekt. Hier, Blei, geh weg. Nehm Lithium mit. Könnte auch eigentlich das Wasser trinken. Hier, Wasser trinken. Finde ich noch mehr Lithium. Warte mal. Seemotte, wo bist du? Da bist du. Was ist denn du? Lithium. Zum Abbau dieser Ressource ist ein spezielles Werkzeug nötig. Wahrscheinlich der Laserschneider oder so. Bin mir nicht sicher. Aber wir finden bestimmt hier nochmal Lithium. Sollte ich das auf jeden Fall mitnehmen? Ich habe keine Ahnung, wann ich nämlich das nächste Mal, weil ich wieder irgendwo bin, wo es welches gibt. Bleib mal hier. Habe ich jetzt mein eigenes Ding gerammelt? Daumen hoch, ey. Sag ich dir. Das ist bloß Salz. Gibt es da bestimmt noch mehr von Lithium, oder? Von immer, welches findet. Mir kann doch nicht bloß ein Stück sein. Vielleicht muss ich den Laser schon... Ach, den kann ich noch nicht bauen. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Mhm. So, ich suche jetzt hier natürlich nach dem Lithium. Da hinten sieht es aus, als wäre nochmal was. Ne, das ist ein Kreaturenei. Oh, das kann man scannen. Perfekt. Ja, machen wir. Ein Baumpilz. Beurteilung ist verwendbar. Soll ich mal ihn mitnehmen? Ich habe ein Stück Baumpilz. Enthält Pilzzyme. Ja. Nö, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Also schmeiß mal fort. Haben wir hier irgendwas Neues? Hallo? Da. Oh, der Bioreaktor ist fertig. Zur Energieerzeugung ist der. Okay. Hier, Motte. Muss doch nochmal Lithium sein. Was sind das? Ach so, die Pilzprobe. Okay. Ja, das ist ja ziemlich wurscht. Nochmal hier für ein Ding. Nischt. Gut. Mann, ich dachte, wir finden hier vielleicht nochmal Lithium. Ich meine, da war in so ein großer Block. Der war ja eigentlich ganz cool. Aber ansonsten ist es eher nicht so. Wo ist denn meine Motte jetzt da hinten? Ich glaube, ich fahre doch wieder heim. Wir gucken mal hier vielleicht auf dem Weg nach Hause. Vielleicht finden wir noch mal irgendwas, aber... Einmal Lithium ist ja schon mal ganz okay, würde ich sagen. Ich weiß auch immer noch nicht, wo ich meine Seemotte aufladen kann. Wo ist denn Heimat? Da ist Heimat, okay. Hier sind Salzablagerungen, soweit ich das sehe.
Genau. Sonst noch irgendwas? Ist das hier Kalkstein? Nee, Schieferaufschluss, okay. Diamant. Nice. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Hey. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, ne? Ja, das ist so ein Problem. Die Seemotte hat halt auch keinen Platz für nix. Das ist aber bloß ein Sandsteinaufschluss, okay. Ja, auf geht's, wir machen uns nach Hause. Oh, hier rammelt. Ja, da wusste ich doch. Gleich wieder irgendwo dagegen schlage. Da unten liegt irgendwas. Was ist das? Eine Zeitkapsel. Ja, Bauplan Zeitkapsel. Ich wüsste nicht, wofür man die braucht. Aber juckt mich gerade. Nee, ich muss mal mein Reparaturwerkzeug ausrüsten. Und meine Motte so ein bisschen flott machen, ja. Ja, repariere. Nee, nicht so. Ja, ich habe ja gesagt, repariere. Reparierst du? Okay. Gut. Also wieder flott. Unsere Motte. Jetzt das Konstruktionswerkzeug wieder dahin. Ich muss, glaube ich, ohne immer alle Werkzeuge irgendwo mit hinnehmen, wenn ich irgendwo mich mal hinmache. Obwohl die Zeitkapsel gut ist. Ist hübsch hier. Ich hoffe, ich habe mich hier in eine Sackgasse manövriert. Sieht fast so ein bisschen so aus. Ja, okay, aber hier kommen wir raus. Das hier ist ja schon ein ganz schöner Dschungel und so. Da ist noch eine Kiste. Nochmal schnell gucken. Mit Fragmente an mobilen Fahrzeugstationen, okay. Ja, kann ich einscannen, dann kommt aber bloß Inventar voll raus, genau. Weil da kommt bloß Titan bei rum. Und das brauchen wir nicht. Dum, 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 dum. Aber hübsch. Da haben wir jetzt auch schon mal einen Diamant immerhin und einen Lithium. Weil keine Ahnung. Ich schätze mal dort, wo ich unsere Basis gebaut habe. Wenn ich dann noch tiefer gehe, dann kann ich da auch Diamant und Lithium finden. Da gehe ich relativ stark von aus. Was jetzt natürlich interessant wird, ist, wie lade ich die Motte auf? Ich habe dann ja noch keine Erfahrung drüber. Und ich habe auch nichts gefunden, was irgendwie das aufladen kann. Ja doch, vielleicht der Energietransmitter. Wenn ich einen Energietransmitter bei meiner Basis hinstelle und dann die Motte da irgendwo daneben stelle, das könnte funktionieren. Können wir mal probieren. Wenn das hier cool ist, ey. Ach man. Den kann gar nicht so tief. Schade. Na gut. Da brauche ich doch ein neues Gerät dann. Die Frage, kann ich als Taucher so tief? Interessant, ne? Da ist die Kamera, da ist unser... Oh, wir sind ja schon fast zu Hause wieder. Was ist denn das? Ach, ich habe wieder irgendwas platt gefahren. Oh, hier. Wir haben wieder was gefunden. Licht aus, aussteigen. Nice, was haben wir denn hier Hübsches? Ich hoffe, was Gutes. Metallschrott. Oh man, das ist doch interessant. Ah, aufschneiden zum Betreten. Verdammt. Finde ich das jemals wieder? Ich jetzt hier mich hier verpisse, weil ich kein Schneidewerkzeug habe.
Das Sandhai. Oh, hier ist offen. Oder? Nee, hier geht gar nichts offen. Okay. Ist. Ah, der. Hier irgendwas zum Scannen? Sandhai, lass mich in Ruhe. Nee, hier ist auch nichts drin. Aber der Sandhai, der trifft doch nichts, ne? Der macht ja einen Radau, aber eigentlich kann er nichts. Ja, schade. Oh, hier ist ne irgendwas. Ein Scannerraumfragment, ja, habe ich schon. Das nützt uns nichts, da, schade. Na gut. Dann sehen wir da einsteigen. Ich würde das gerne irgendwie markieren können. Signale, ne? Hier, Kameradrohnen brauche ich gerade, ne? Obwohl doch die eine schon, damit ich weiß, wo meine Bude ist. Aber die andere Kameradrohne brauche ich gerade nicht. Aber mit den Kameradrohnen kann man dann vielleicht hier hinfahren. Dann kann man die da lassen. Und dann findet man das wieder. Oh, da ist was. Ja, hier sind noch mehr Objekte. Ein Scanner-Raumfragment. Das kennen wir ja schon. Sonst nix. Leider. Können wir bloß nochmal hier unten gucken. Dann noch irgendwas ist. Interessant wäre. Wie gedacht, das Ding da, aber ne. Was? Der wurde doch hier gerade irgendwas scannen. Denn, was wurdest du denn scannen? Ein Fisch oder was? Mach mich doch nicht fertig hier. Metallschrott, ne. Das ist auch nix. Ah, hier, Verkaufsautomat. Ja, perfekt. Er hat mir schon immer gefehlt. Ja, danke. Bester Blueprint wieder. War doch noch irgendwas zum Scannen, dachte ich gerade. Hier, Scannerraumfragment. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber, pff, okay. Ah, gab so einen kleinen Bug. Warte mal, wo ist denn meine Motte? Ach da, da ist meine Motte, okay. Hier ist meine Motte, jetzt weg ist. Ja, komm. Ja, ich brauche da bestimmt einen Energietransmitter. Das mache ich mal. Bauen wir da als nächstes bei unserer Basis hin. Wohin muss ich denn? Da rein. Ja, ich muss die dann gleich auch wieder ein bisschen reparieren. Die hat wieder ein bisschen Schaden gekriegt, die Motte. 80, so runter. Aber das geht voran hier mit dem Spiel. Das finde ich hier sehr gut. So, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Erstmal zu unserer... Ich habe dort bei der Basis... habe ich nichts, was ich lagern kann. Aber ich habe genug Titan, um eine Kiste zu bauen. Von daher... sollte ich das vielleicht mal tun. Huch, hier komme ich nicht rein. Ich hätte gerne die Möglichkeit, irgendwie selber Wegpunkte zu setzen und zu markieren. Hier, wie diese Kamera 1 jetzt hier da. Das wäre cool. Hier ist noch irgendwelcher Müll. Aber ich glaube, den haben wir uns schon angeguckt. Ja. Gehe ich stark von aus, dass wir uns den schon angeguckt hatten. Natürlich die Frage, wie viel tiefer komme ich jetzt hier mit dem Ding noch? Okay, konstruiere. Brauchst du einen Energietransmitter? Ja. Kann ich dich auch bauen? So. Wunderbar. Kriegt die Seemotte jetzt Strom oder Erweiterungsmodule ansehen? Nö. Man kann die Seemotte noch erweitern, das ist ja cool. Seemotte einsteigen, vielleicht ist ja noch irgendwo was. Ja,
Hätte jetzt... Ah, hier, Energiezelle. Ey. Aua. Wieso kann ich nicht... Was haut mich denn jetzt hier wieder? Dieses komische Tiger-Ding da. Energiezelle. Kann ich die laden? Ich glaube, ne, ne. Ich habe halt noch nichts zum Energiezelle laden. Ey, mein Ding ist kaputt. Schwert verrückt. Wieso ist denn mein Ding kaputt? Hier, Reparaturwerkzeug. Ja, repariere, komm. Ja, mach das mal. Welcome aboard, Captain. Ja. Wo ist denn mein... Geht jetzt hier das Wasser raus? Ja. Keiner weiß, warum hier Schaden ist an dem Ding. Okay. So, Batterieladestation, komm. Haben wir Batterien? Natürlich nicht. Das wäre ja verrückt. Ah, dann bauen wir halt eine Kiste oder so. Kann ich das bauen? Ich könnte einen wasserdichten Behälter bauen. Stationsfalle geht noch nehmen. Das Schneidewerkzeug geht auch noch nehmen. Weil dann noch ein Diamant für fehlt. Den Rest hätten wir. Ich könnte Kabelsatz bauen, aber ich wüsste ohne wofür. Alles ist wieder in Gang. Okay, super. Kamera steuern. Kamera 1. Nicht Kamera 2 irgendwie kriegen. Ja. Wie steuert man die? Ach cool, die kann einfach wegfliegen. Hübsch. Aha, da ist die Basis. Dann kann ich jetzt einfach hier durch die Gegend eiern mit der Kamera. Ich weiß nicht, wie weit weg die maximal geht. Und vielleicht finden wir irgendwas, dann bleiben wir da stehen. Und dann können wir da mit der Motte hin. Hier ist irgendwas. Nix juckt. Ich guck mir dann gleich das andere Zeug an, was das... Hier ist irgendwas Interessantes. Sehe nicht, was es ist. Da hinten ist auch noch was Interessantes. Okay, dann bleib mal hier bitte. Kamera 2 muss ich mir jetzt auswählen. Bei den Signalen hier, Kamera 2, wieder markieren. Mach mal gelb. Und ja, trink erstmal hin, genau. Ey, ich hab nichts zu trinken. Das ist doof. Und ich habe auch keinen Schwamm und nix. Ich muss aber eh zurück, um Batterien zu holen und so ein Unsinn. Ich würde hier aber noch einen Behälter bauen. Das muss doch gehen, irgendwie, oder? Reparaturwerkzeug hier. Bauwerkzeug hätten wir gerne. Kann ich irgendwas bauen, was... Bioreaktor. Bioreaktor ist ganz interessant. Verbinde zwei Stockwerke, die Leiter. Ein Aquarium. Spind, Wandspind. Ein großer freistehender Schrank. Komm. Da sind wir doch dabei. Elfriede. Komm. Ja. Weit wie möglich an die Wand ran mit dem Ding. Ja. Schönen Schrank haben wir jetzt hier. Nix wie rein mit dem ganzen Unsinn. Können wir nämlich holen gehen gleich. Wir wohnen ja jetzt hier unten, habe ich festgelegt. Zumindest vorerst. Alles hier rein, jawohl. Ganze Lithium-Zeug und was weiß ich, ne. Wasserheim. Was zur Hölle macht hier so einen Ärger? Ja, irgendwie muss ich die Energiezelle wieder aufladen können. Ich weiß nicht, ob... Das wird wahrscheinlich nicht an der Batterieladestation gehen. Bin ich mir relativ sicher.
Hier, komm. Wohl dagegen rammeln. Lustig, lustig. Ich glaube, das hat mir mehr Schaden gemacht als ihm. Das ist natürlich eher nicht so cool.